Hallo liebe Hummelgang, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns mit Uwe und Judy. Wup, wup. Was tust du denn da schon wieder? Zeig auf dich. Schon wieder. Hör auf jetzt. Aus. Ja, geht ja schon wieder super los. Ja. Es ist wieder Maskenzeit. Montag für euch, Sonntag für uns. Ja. Und der Uwe, der hat uns schon wieder eine ganz luxuriöse Maske ausgesucht. Nur vom Feinsten. Vom Allerfeinsten. Ja. Und die klatschen wir uns heute ins Gesicht. Und natürlich... Kannst du das nochmal machen? Ey, jetzt wäre das richtig cool. Jetzt müsste ich so einen Effekt machen. Du machst so und im nächsten Bild hast du dann die Maske drauf. Ja. Ja, aber machen wir nicht, weil kann ich nicht. So, Gott sei Dank. Wir haben wieder die ganzen Fragen offen, die ich gefunden habe von euch. Und die werden wir natürlich wieder mit euch durchkauen. Und in der Zeit lassen wir den Luxus auf unserem Gesicht einwirken. Und ihr seht es schon wieder. Angst. meine Brille, die beschlägt schon wieder. Scheiße. Also ich will irgendwie. Jetzt nicht, nein. Wartet ein Fehlkauf, glaube ich, diese Brille. Nein. So. Blicke, ich strahle aus. Ja, natürlich. Zeig doch mal bitte die Maske, die wir uns auflegen wollen. Von, so. Von welcher Marke ist die? Und wie heißt die? Ja, musst du wissen. Du musst also von Merz Spezial. Strahlende Hautmaske mit Hyaluronsäure und Goldschimmer. Der Uwe steht auf Gold, glaube ich. Ja. Die hat in der Hautverträglichkeit einen sehr gut, angeblich dermatologisch bestätigt, wollen wir mal gucken. Und 83% verbesserte Hautausstrahlung. Ja. Was machst du dafür, Faxen? So, nochmal, so sieht sie aus. Ja. Sie hat einfach. Merz Spezial. So, was kann sie denn? Die ist für alle Hauttypen, die haben wir übrigens noch nie gemacht, das ist jetzt Premiere. Nee. Ach so. Schenken Sie Ihrer Haut ein luxuriöses Verwöhnerlebnis mit Schmerz Spezial. Strahlende Hautmaske, kostbarer Goldschimmer und Hyaluronsäure bilden mit Panthenol, Vitamin E sowie natürliche Bestandteile aus Oliven einen Teint de Luxe Komplex. Dass ich überhaupt dieses Wort flüssig aussprechen konnte. Nee, du nicht. Du musst doch mal. Ja, ich muss mir selbst applaudieren. So. Der lässt halt ihre Haut strahlen. Eine einzigartige Textur mit lichtreflektierenden Partikeln. Gleicht leichte Unregelmäßigkeiten aus. Na, wollen wir mal gucken. Wie lange muss sie denn rauf? Die Maske bis zu 20 Minuten. Die Maske bis zu dreimal wöchentlich großzügig auf das gereinigte Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Augen- und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten. Naja, das Übliche. Ja. Ja, ja, dann machen wir mal, Schatz. Na los, dann. Schnippi, schnappi. Warte mal, ich zerreiß sie. Oh. Mann, hast du dir vorgestellt. Das kann ich auch mit nassem Papier machen. Ja? Ja. Schaffe ich gut. Ja, und die hauen wir uns jetzt auf. Ich muss natürlich erstmal mich präparieren. Hier, Pony beiseite. Galopp hier mal weg. Kommst klar? Oh Gott. Die Brille ab. Ich höre nur auf dich. Warum? Du hast gesagt, die kriegst man aufgerissen. Ja, guck hier. Ja, na, du hast ja auch den Anfang. Du hast ja auch viel kriegst du mit beiden Seiten auf. Ja, aber... Du hast doch viel mehr Angriffsfläche zum Festhalten. Ich nicht, ich hab nur ein kleines Stückchen. Ja, mein Hasi. Alles wird gut. Ja, der Goldstreifen. Also sie duftet. Mehr war da nicht. Ein bisschen so pudrig, also riecht gut. Pudrig? Ja, pudrig. Ich würde das als pudrig beschreiben. Und du? Schön. Schön. So, und heute mal ohne Pinsel wieder, weil Uwe hat immer noch sein Otto zu Besuch. Ey, naja. Und ich habe festgestellt, ich kann das ohne doch besser, ohne Pinsel. Da kleckere ich nicht so viel rum. Da bin ich also schnell fertig jetzt.
Und ich habe wieder vergessen jetzt. Luft zu holen. Nee. Die Fehler. Was hast du vergessen? Mein Piercing rauszunehmen. Mm. Jedes Mal vergesse ich das. Naja. Ich nicht. So, schön. Du behältst ja mal ein bisschen übrig, war bei dir, von deiner Maske, wa? Nee. Nicht? Nein, warum? Ja, na, da hättest du schon inzwischen meine linke Seite machen können. Ach so. Ja, können wir natürlich machen. Was auf der Hände bleibt, kann ich dich. Nee, nicht was auf der Hände bleibt. Ich möchte. Nee. So. Ich mache mir das alleine alles. Ja, genau. Selbst ist der Mann. So sieht's jetzt aus. Maske ist drauf. Und nochmal schnell. Also mit dem Pinsel komme ich, finde ich besser. Ja, wenn du deinen Otto da weg hast, dann kannst du auch meinen Pinsel wieder benutzen. Meiner ist der gewohnt. Und wenn wir das haben. Du darfst auch mein Pinsel. Mein. Also die Maske fühlt sich erstmal schon mal schön kühlend an. Von dem Goldschimmer merkst du nichts. Nee, aber nachher, wenn du fertig bist, dann machst du das ab. Dann ich sehe auch nichts. Siehst du aus wie die Goldelse. Ja. Wer weiß, was die Goldelse ist? Ich weiß es. Das haben wir auch schon überlegt, ob wir mal so ein Berlin-Video machen. Aber ich will jetzt hier keine Ideen liefern, nee. Die dann nachher ein anderer macht. Nee. Nicht, da werden wir mal schön uns jetzt bedeckt halten. Ja. So, also von dem Goldschimmer sieht man nichts, aber die Maske fühlt sich gut und kühlt an. Und ich kann jetzt erstmal dazu übergehen und die erste Frage vorlesen, Uwe. Bist du bereit? Ja. Ich kann die Frage noch weiter. Ja. Elke Fadal hat gefragt. Hallo ihr zwei Lieben. Ich habe heute diesen Community-Tab nicht aufmachen können. Oh, böser Tab. Traut sich was. Ist ja ein Ding. Ja. War gerade im Urlaub. Vielleicht habe ich eine hoffentlich vorübergehende Urlaubsdemenz. Ich hoffe, es hat sich gebessert und ich hoffe, du konntest dich richtig gut erholen, weil deine Frage ist ja schon 4 Tage her. Das heißt, du bist schon 4 Tage Alltag. Ich wurde davon aus, du bist schon wieder urlaubsreif, oder? Ja. Könnte man, schon mal. Ach, die duftet, die Maske. Könnte man schon mal sagen, ne? Ach, dachte ich. Nee, du nicht. So. Meine Dusche. Jetzt hoffe ich einfach, dass du meine Frage auch so liest. Glück gehabt, mach ich. Und sie am nächsten Montag beantworten kannst. Das werden wir mal gucken, ob wir deine Fragen beantworten können. Du hast uns 4 Fragen gestellt und die erste, Uwe, lautet: Lest ihr in eurer Freizeit Bücher und wenn ja, welche? Psychothriller oder eher Liebe, Humor, Biografie? Also, du. Soll ich anfangen? Ja, bitte, erst die Dame. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Zeitalter des Internets kaum noch Bücher lese, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Das sollte man wieder ein bisschen ändern, finde ich, ganz ehrlich. Aber wenn ich lese, lese ich unwahrscheinlich gerne Satire, humorvolle Bücher, also auch Biografien oder halt auch einen guten Krimi. Krimi. Soweit lese ich halt auch gerne. Ne? Von Stephen King zum Beispiel habe ich eigentlich alle Bücher verschlungen. Oder wenn wir jetzt in die Satire gehen, beim nächsten Mann wird alles anders. Also ziemlich lustig gewesen, dieses Buch. Und Biografien halt auch. Ne? Da bin ich dabei. Oder halt das von Harpe Kerkeling, Ich bin da mal weg, habe ich zum Beispiel auch verschlungen. Fand ich super, super interessant. Und ich mag diesen Menschen sowieso sehr, sehr gerne. Und ja, so was in der Richtung. Und bei dir? Ich lese ab und zu mal gerne. Wenn ich lese, ja, hier Abenteuer. Ja. So ein bisschen. Oder ein Krimi. Letztens hast du wieder gelesen von Jules Verne, ne? Ja. 20.000 Meilen unter Meer oder so. Ja. Also das sind, hab ich schon ein paar Mal verschluckt, das Ding. Das sind so Sachen, die interessieren mich jetzt wieder ja nicht. Nee. Das ist dann nicht meine Richtung. Weil du nicht so tief da unten bist. Kann ich so lange die Luft anhalten. Ja. Genau. Ja, also in der Richtung geht das. Und du hast echt recht, man sollte wirklich wieder ein bisschen mehr Bücher lesen. Ja, das stimmt. Werden wir uns mal auf die Fahne schreiben, ne? Ja, weil das hat echt... auf die Deutschlandfahne. Ja, logisch.
Das hat echt abgenommen. Jetzt, wo sie hier die Frage stellt, die liebe Elke, fällt mir das echt mal auf, dass ich extrem wenig Bücher lese. Ja, ist halt Internet, ne? Da geht alles mit Hörbüchern oder mit was du hier halt auf dem Tablet oder PC oder irgendwas liest, ja. So, aber weiter zur Frage 2. Was würdet ihr an eurer Wohnung gerne verändern, außer einer Badewanne einbauen? Badewanne. Komplett abreißen und neue Wohnung. Ja. Also ich würde sagen, erstmal den Balkon vergrößern. Absolut, ja. Wir haben so einen Mini-Balkon, da kriegst du nicht mal eine Liege drauf. Nee. Also das ist ein Ein-Mann-Balkon und der ist für einen Mann auch noch ziemlich klein, muss ich mal sagen. Kommt drauf an, was du für ein Mann sitzt. Gut, ich bin zwei Mann, ne? So wird es ja ein Drei-Mann-Balkon schon. Dann heißt es ja Frau. Ja, hast auch wieder recht. Ja, ja. Wann man nicht? Ja, also das wäre tatsächlich der Balkon. Und ein Extrazimmer. Ein großes Extrazimmer. Hier entweder einen begehbaren Kleiderschrank, so ein, ne? Und das müsste dann so groß sein, dass man da vielleicht auch direkt ein Drehzimmer draus machen kann oder halt ein Nähzimmer für sich. Schloss. Nee, muss nicht. Was? Nee, da ein großes Zimmer, ein Hobbyraum. Ja, wo aber auch. Modelleisenbahn. Nein, da kannst du schön in den Keller gehen oder auf dem Dachboden. Da komme ich gar nicht rauf. Nee, da kannst du deine Nähmaschine und alles hin tun. Auf dem Dachboden. Der Uwe näht ja. Ne? Ja. Zumindest versucht er sich da dran. Ja. Ich finde, du hast schon ganz tolle Sachen gemacht. Ja? Ja. Ich finde, ja. Also. Außer wenn du Krickelkröckel nähst, dann. Aber ich finde, das macht der Uwe richtig klasse. Aber das, darum geht ja die Frage nicht. Also ich würde dir gerade loben. Aber ich würde tatsächlich auch, wie Uwe auch sagt, noch ein extra Zimmer oder zwei kleine. Ja, so. Für unsere Hobbys halt. Ja. Mhm. So Frage 3. Was hältst du von einem Putzvideo oder einer Roomtour? Also ein Putzvideo? Du willst du zugucken, wie ich putze? Wirklich? Mit Straps oder ohne? Jetzt mal ernsthaft, wen interessiert das, wenn ich putze? Ich mache hier oben mal die Umfrage. Dann werde ich mal entscheiden, ob ich tatsächlich mal die Kamera beim Putzen mitlaufen lasse, wenn wir beide oder ich alle hier die Wohnung putzen. Keine Ahnung, also an und für sich finde ich es erstmal ein bisschen abstrus, diese Frage. Oder diese Vorstellung, dass mir einer beim Putzen zuguckt, weil ich immer denke... So, ja, ich mache mal die Türe zu, ich gehe dann weg. So was interessiert doch ja keinen. Vor allem, das wird ein kurzes Video, so schnell wie wir putzen. Du reißt unser Blätterlaub runter hier. Ach, Ecke wieder. Ja. Ja, du hast mir das im Nacken gelegt. Ja, ich denke, das interessiert keinen. Aber wie gesagt, die Umfrage ist hier. Ihr könnt gerne abstimmen und dann werde ich mir das überlegen, ob ich tatsächlich die Kamera vielleicht mal mitlaufen lasse. Ich kann mal Ruhe machen, ja. Echt? Ich wollte zeigen, wie mein Keller aussieht, dreckig und den sauber machen. Ja, und wenn ich ein Putzvideo mache, dann ist ja im Prinzip schon quasi eine Roomtour. Also das eine schließt das andere ein, würde ich sagen. Naja, werden wir ja sehen. Die vierte Frage, die Elke gestellt hat, ist, was wäre euer absolutes Traumauto? Der Uwe hat gesagt, Trabi. Nein! Was wäre denn dein Traumauto? Chevy. So ein Chevy? Echt, wo die Tankstelle hinten mit dran haben? Ja! Ehrlich? Ja, finde ich geil. Mit Haifischflosse? Na klar. Naja, so was wie Elvis gefahren hat. Da brauchst du ja aber auch noch hier viel breite Straße und alle. Na klar, wenn ich komme, wird alles verstärkt und dann geht das oder los. Oder gleich direkt nach Amerika ziehen. Der Beste ist ein Panzer. Oh Gott, ja. Also dein, und Cadillac und sowas auch? Ja, sowas, ja. Ja? Steh auf die so eine alten Schlitten. Ja, ja. Nee, also das wäre nichts für mich. Doch. Die wären mir zu riesig und zu spritintensiv, die Dinger, obwohl die echt toll aussehen. Ja. Ne? Kennst du den Film Christine mit dem wartet, ist das mit einem Chevy? Wo das Auto zum Leben erwacht? Oh Gott, das ist so ein richtiger 80er-Jahre-Film. Wer kennt den? Umfrage. Wer kennt den Film Christine? Den hab ich gesuchtet in den 80er-Jahren. Also ich kann ja nicht sagen, wie oft ich den schon gesehen habe. Der ist richtig cool. Ja, also ich habe tatsächlich andere... Lieblingsautos, die ich gerne in meinem Leben besitzen würde. Und zwar wäre das ein
an erster Stelle der Cherokee Jeep. Die fällt total klasse. Das ist ein halbes Wohnzimmer, ne? Und wenn ich beim halben Wohnzimmer bin, dann würde ich mich vielleicht auch für den Hammer entscheiden. Aber da ist halt, sind auch die deutschen Straßen echt ein bisschen eng. Ne? Ja, da ist ja, dann habe ich gern eine Wohnung. Ja. Du hast bloß ein Wohnzimmer, ich habe eine Wohnung komplett. Und warum will ich den Hammer ja nachher? Weil den Bobby Six Killer mal fahren. Ja, also das wäre der Jeep Cherokee oder halt ein Hammer. Das wären so meine Traumautos. Ja. Ja. Gut, dann haben wir die Fragen abgearbeitet. Und jetzt habe ich hier noch über Instagram in einer Direktmessage eingekriegt. Und zwar von Chris und Lina. An dieser Stelle mal ganz liebe Grüße an euch beiden. Ja. Ihr habt gefragt, welchen Promi würdet ihr gerne mal treffen? Vette, Sebastian Vette. Den würde ich gerne mal treffen und die Klitschkos. Also ich möchte gerne dann auf Wladimir. Vitali finde ich jetzt nicht so interessant. Du nimmst Vitali, ich nehme Wladimir, okay? Ja. Den finde ich gar echt Zucker irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und so was mache ich ja eigentlich noch ein Video mit. Treffe ich dir so was? Jeder zu deinem Klitschko. Nee, du wolltest ihn noch treffen und ich. Helft dir doch nur dabei. Ja. So. Ja, komm, das ist schon ein Schnuckel, oder? Nein, wie kannst du jetzt nicht so beantworten? Der macht aber keine Masken mit dir. Nein, weiß ich nicht. Weiß man alles nicht. Wen würde ich denn gerne treffen? Ich würde ja einen Peter Maffay mal gerne treffen. Den haben wir schon getroffen. Ja, aber da war er ein bisschen weiter weg, ne? Ja, aber haben wir getroffen. Wen hast du noch getroffen? Henry Maske. Ja. Ja. Aber. Jetzt sind wir das Thema. Eigentlich habe ich schon viele getroffen, ne? Als ich auf dem Flughafen gearbeitet habe. Da habe ich viele getroffen. Aber Peter Maffay würde ich gerne mal treffen. Ja, wen finde ich denn noch toll? Will Smith. Den finde ich super. Der sagt doch alle. Nein. Den würde ich wirklich gerne mal treffen, weil er einfach witzig ist und meinen Humor hat, offensichtlich. Also, das, was man zumindest von ihm so gesehen hat, das hat mir mal gefallen. Den würde ich gerne treffen. Wen würde ich denn noch gerne treffen? Wen habe ich schon getroffen? Terence Hill habe ich schon getroffen, zum Beispiel. Ja. Mitten auf dem Kuhdamm ist er lang spaziert. Ja, das war vor unserer Zeit. Das war vor unserer Zeit, ja. Muss mal sehen, wo du überall rumgetrieben hast. Mhm. Im Westen. Ich sage jetzt nicht dazu. Ja. Ja, nee, doch, aber so spontan fällt mir jetzt nichts ein. Das reicht ja auch. Peter Maffay. Shaken Stevens hat mal getroffen. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, wen würde ich denn noch gerne treffen? Das Problem ist, ich habe kein Idol. Also, ja, ich finde Künstler toll, die gewisse Dinge machen, ja, aber es sind halt nicht meine Idole. Und deswegen verspüre ich da auch nicht so sehr den Drang, irgendjemanden unbedingt sehen zu wollen. Aber Peter Maffay. Ich bleib bei Peter Maffay. Ja. Ja. Das ist wenigstens auch noch ein Promi, ne? Ja. Und nicht so diese möchte gern. So, dann wolltet ihr noch wissen, wenn ihr eine Sache aus eurer Zukunft erfahren dürft, was würdet ihr wissen wollen? Du Heiliger. Also ich glaube, ich würde gar nichts wissen wollen. Doch, wie lange ich noch lebe. Nein! Das ist ja Horror. Wenn macht doch nichts. Ja, wenn du jetzt weißt, übermorgen ist vorbei, dann ist ja gut, dann weiß ich, kann ich Tschüss sagen. Spitz. Nee, also sowas möchte ich nicht wissen. Was würde ich wissen wollen? Ja, du bist ja nicht neugierig. Ich würde wissen wollen, wann ich wieder ein Haustier habe. Um die Frage zu beantworten. Wann genau? Weil ich scharre mit den Hufen. Nicht? Ja. Ja, das würde ich wissen wollen. Denn als drittes fragst du, was ist eure schönste Erinnerung? Oh, ja, natürlich mein Sternchen und Lieschen. Ne? Meine beiden Katzen sind meine die Raubtiere. Schönste Erinnerung. Ja. Und ja, natürlich unsere Hochzeit. Nee, ja. Damit hat er noch gar nicht gerechnet. Ich glaube, doch, streichen wir.
Doch, ist schon eine sehr, sehr schöne Erinnerung. War schon. Gut. Ja, war gut. Dabei belassen wir es jetzt einfach, ja, oder? Was sind denn deine schönsten Erinnerungen? Na, Hochzeit? Nee! Und Scheiße und Lisa. Nee, Lisa und Sternchen. Ja, die sind schon cool gewesen, ja, oder? So, als viertens möchtest du gerne wissen, nennt 5 positive und 1 negative Eigenschaft des anderen. Ach du Scheiße. Das ist schwierig, soll ich anfangen? Ja. Der Uwe ist zuverlässig, pünktlich, liebevoll. Was bist du noch? Ehrlich? Es ist schon krass, ne? Wenn man so ad hoc sagen soll, was jemand ist, fällt einem das nicht ein. Humorvoll? Das waren jetzt 5, oder? Ja. Negativ? Und das Negativ, du bist so eine Diva manchmal. Aber nett gesagt. Ja, ist halt das Negative, ne? Ja, dann bist du gut. Dann wärst du, naja. Dann wären wir das aufstellen. Nein. So, jetzt bist du dran. 5 positive und 1 negative Eigenschaft. Verschmust? Ja. Ist das eine positive Eigenschaft? Ja. Aha. Zuverlässig? Ehrlichkeit? Treue? Ich hoffe. Ich mal mit Schwänzchen. Wer? Wie, was heißt ich hoffe? Und liebevoll. Ja. Und? Die negative? Negative? Nicht flexibel. So. Unflexibel. Unflexibel, ja. Ah. Das stimmt. Also ich glaube, ich bin wirklich einer der... Unflexibel, ja. Da hast du aber echt recht. Ich glaube, ich bin wirklich einer der unflexibelsten Menschen auf dieser Welt. Wenn der Teil, glaube ich, schon mal sagt, wenn ihr innerhalb an der Tür klingelt, jetzt eine Freundin und sagt, komm Susi, lass uns eben ein Eis essen gehen oder irgendwo essen gehen, dann wird mir bremsten Eindruck machen. Das ist. Da weg mit. Da hast du nicht drauf. Da hast du nicht drauf. Ich muss das immer vorher wissen. Also ich möchte das gerne planen und. Nee. Also, gerade das ist doch das Schönste. Aber das stimmt, du hast recht, ich bin wirklich unflexibel. Ja, aber dann möchtest du noch als 5. Frage wissen, welche 3 Gegenstände würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Also meinst du jetzt jeder 3 oder insgesamt 3? Na bestimmt jeder 3. Ja, dann was würdest du mitnehmen? Also ich würde mitnehmen eine Axt, ein Messer und eine Decke. Was nehme ich denn mit? Streichhölzer zum Feuer machen? Ein Kanister Wasser zum Trinken und um eventuell später Regenwasser aufzufangen? Und was noch? Topf würde ich gerne mitnehmen noch. Ein Topf? Ja! Mann, wo zum du Kochen Wasser abkochen und kannst. Zum Braten, ja, und sowas. Ja, zum Essen. Streichhölzer hast du vergessen. Und wie fängst du die Fische? Mit der Hand? Aber wir dürfen ja nur 3 Sachen mitnehmen. Na, reicht doch. Das kann man sich dann mit dem Messer ganz allerhand machen. Also das wird mitnehmen. Das ist natürlich die Frage für wie lange. Ne? Wenn das für immer ist, dann wären das die essentiellen Sachen, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja. Wenn für 14 Tage, würde ich gar nicht mitnehmen. Messer, weiter nicht. Ja. Ja. Das waren die Fragen hier von Chris und Lina. Da haben wir die auch abgearbeitet. Weiter geht es jetzt hier mit dem Community-Tab. Ich hoffe, ich finde wirklich alle Fragen hier. Weil das ist schon... Vielleicht sollten wir das wirklich mit einem Hashtag versehen, dass ich einfach nur nach dem Hashtag suche und sich dann die Fragen aufmachen. Naja, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Und zwar Hanna Luisa Erz. Erzold fragt, wann habt ihr Geburtstag? Hashtag Glocke aktiv. Yay. Hört man doch schon mal. Ja, aber nicht jeder guckt immer alle Videos, Schatz. Manchmal ja, werden die Videos gucken. Ja leider auch nicht angezeigt. Deswegen immer schön die Glocke aktivieren und ja, ab und zu mal gucken, ob tatsächlich was ist. Weil ich sehe das an meinen Klickzahlen, dass YouTube mich extrem ausbremst. Also das ist unfassbar, wie wenig geklickt wird. Auf jeden Fall, wann habt ihr Geburtstag, wollte Hanna jetzt wissen. Ich habe im Mai am 4.5. Geburtstag und der Uwe? 8. Am 8.2. hat der Uwe Geburtstag. Nee, 8. Februar. Ja.
So, die Evelyn möchte gerne, möchtest du überhaupt was wissen? Nee. Oh, guck mal, Herzalarm. Hallo. Oh, tolle Videos, ich mag dich sehr. Mach weiter so. Könntet ihr mich, Evelyn, Leonie und den Nino grüßen? Machen wir. Evelyn, Leonie, Nino, Grüße aus Berlin, gehen an euch raus. Und Herzchen. Ja, wir sind große Fans und uns würde das sehr freuen. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Habt ihr Haustiere oder hattet? Ja, wir hatten. Zwei Katzen. Ja. Schwestern waren das, unsere Katzen waren das da. Vor Uwe hatte ich auch zwei Katzen. Und davor, als ich noch zu Hause gelebt habe, habe ich einen ganzen Zoo gehabt. Da hatten wir einen Graupapagei, zwei Rotbrustaras, drei Wellensittiche, einen Hund, ein Pferd, Hase, Meerschwein. Natürlich, und das alles in der Wohnung? Ja, und auch nicht alles auf einmal. Ach so. Aber so Silberfische auch. Ja. Also mein ganzes Leben lang. Noch nicht. Nee. Mein ganzes Leben lang hatte ich Tiere in meinem Umfeld. Und du? Du hattest doch vor mir auch schon Katzen und Vögel und sowas. Katzen und Vögel. Ja. Vögel. Hör auf, das muss ich ja toll dran machen. Wenn sind ich ja. Da hatte ich noch ein Rosenköpfchen, hast du Rosenköpfchen, Pracht-Rosetta. Rosella. Pracht-Rosella, Mann. Eine Rosette? Ja, eine Rosette hatte ich auch manchmal. Da müssen wir nicht drüber reden, oder? Nee. Ja, und ein Kaninchen hatte ich mal. Mhm. Und eine Katze. Mhm. So, Schluss, aus, Ende mal. Und Goldfisch. B-Day möchte gerne wissen, also sie schreibt, ihr habt in eurem Maskenmontag erwähnt, dass ihr gerne zockt. Meine Frage wäre nun, was zockt ihr gerne? Oh. Ja. Also auf jeden Fall zocken wir unterschiedliche Sachen. Ja. Willst du erst sagen, wenn du? Ich spiele ja zurzeit Age of Empire. Und dann mache ich zwischendurch mal die Siedler an den Rechner. Und auf der Playstation haben wir ja mehrere Spiele für die Playstation. Aber auf dem PC, da spielst du auch German Truck Simulator zum Beispiel. Ja, ja. Nicht aufregend. Naja, du, wem Spaß macht, dem ist das aufregend. Ja? Naja, für dich, dir macht es doch Spaß. Wow. Ja. Ja, und auf der Playstation? Tomb Raider. Ja. Das spielen wir beide zusammen. Ja, gerne. So viel ist. GTA. Ja. Spielst du? Ja. Alien. Ja, Resident Evil. Ja. So eine Geschichten. Nicht aufregend. Nicht besonders. Nee, nicht besonders, nee. Das nicht, aber so was halt. Ja. Das ist ja nicht die Frage, ob du was Besonderes spielst, sondern was du gerne spielst. Ja. Ja, und ich spiele halt gerne so Open-World-Spiele. Im Moment immer noch Skyrim. Jetzt ist ja Skyrim, was heißt jetzt? Es ist ja Skyrim Special Edition rausgekommen und natürlich spielt man das dann wieder. Und das ist ja ein Spiel, ein Jahresspiel irgendwie. Das ist ja ohne Ende. Man kann auch mal wieder neu anfangen. Und wenn man neu anfängt, entdeckt man tatsächlich immer noch neue Sachen, die man einfach noch nicht gesehen hat. Also Skyrim ist für mich ganz, ganz weit oben. Denn, wie Uwe schon sagte, Tomb Raider, also Xbox und Playstation ist das, ne? Also, so weit spiele ich halt Open-World-Spiele. So weit. Ja. Oder wie nennen sie, Rollenspiele nennt sich das, glaube ich. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. So, ich hoffe, damit ist die Frage. Und dadurch kommt man natürlich nicht zum Lesen. Das wird der Grund sein, wenn man dann lieber zockt, als eine Buchseite liest, ja. So, die Caro schreibt, hallo liebe Susi und lieber Uwe, ich bin eigentlich eine stille Zuschauerin, aber ich muss euch jetzt einfach mal sagen, wie super unterhaltsam und lustig ich eure Videos finde und ich freue mich jedes Mal aufs Neue auf eure Videos. Oh, dankeschön, total süß. Und weil du eine stille Zuschauerin bist und jetzt endlich was gesagt hast, Doppelherz. Nicht? Ja, und die hat sie in den Augen. Total süß, dankeschön. Jetzt bin ich gerade aus dem Tritt, weil ich das total toll finde. Ja.
So, ihr seid für mich das lustigste und authentischste Paar hier auf YouTube. Oh, zur Zeit ist noch. Gibt bestimmt noch bessere. Die sie kennt, sind wir das halt. Das ist ja also positiv. Ich messe mich da nicht mit anderen. Das ist, und mir ist einfach wichtig, dass wir so rüberkommen, wie wir halt sind. Und offensichtlich tun wir das. Ja, das tun wir. Dankeschön für das super, super schöne Kompliment. So, und jetzt zu meinen Fragen, die ihr natürlich nicht beantworten müsst, wenn sie zu privat sind. Ja. Ich muss ihr auch noch mein Herzchen zeigen. Ja. Frage 1. Wie alt warst du, Susi, als du dir dein Nasenpiercing hast stechen lassen? Du kannst Fragen stellen. Also, ich war schon älter. Ja. Ich war schon älter, sag ich, du sagst, ich war jünger als jetzt. Lustig. Beide haben wir recht. Ja. Ja, was verhandelt er? Es muss Anfang 30 gewesen, 29. Hat schon enorm. Ja, irgendwie so, 30. War noch ein Jünger. Das hat man vorher nicht getraut, ne? Weil ich immer Angst hatte vor Gesichtslähmung. Ja, weil hier ja ganz, ganz wichtige Nerven durchlaufen. Und wenn die getroffen werden, dann hast du halt Holland in Not. Ja, aber ich war so ungefähr 30, als ich mich das dann endlich getraut habe. Nicht Deutschland in Not. Nee, das heißt, ich habe mein Nasenpiercing jetzt gut und gerne 20 Jahre. Ja. Und damit wäre ich auch begrabt, hoffe ich. So, Frage 2. Welche Bedeutung haben Uwes Tattoos? Unwichtig. Hat nichts zu bedeuten. Das sind mal schlechte Zeiten gewesen und... Das sind Langeweile-Tattoos. Ja. Also eigentlich ist es ja eher gepeikert. Das sind ja, kannst du ja nicht als Tattoo bezeichnen, das ist gepeikert. Das ist gepeikert. Furchtbar. Ja. Frage beantwortet? Ja. So, welche Serien schaut ihr beide gerne zusammen? Ach, hier die... Naja, weißt du, Game of Thrones, ja. Absolut, Game of Thrones. Das ist für mich die Top-Serie überhaupt und für dich auch, glaube ich. Ja. Also wir fiebern schon der 8. Staffel entgegen. Ja. Ja. Danke für deine Fragen. Dann gehen wir weiter zu Sandra K. Sie schreibt, Hu, Susi und Uwe. Ich liebe eure Videos. Ihr seid ein niedliches Paar. Oh, ist das niedlich. Ja, ich könnte euch stundenlang zugucken. Ich liebe Kochen und Backen. Jetzt meine Frage. Susi, schaust du gerne Koch- und Backsendungen? Und wenn ja, welche? Herzliche Grüße aus Hessen. Ja. Ach, da. Hm? Ja, also normalerweise gucke ich die nicht. Nee, nicht wirklich. Aber wenn was läuft, früher, also ich muss von früher reden, wenn der Horst Lichter gekocht hat, da bin ich dann mal hängen geblieben. Also den habe ich mir super, super gerne angeguckt, aber einfach, weil ich diesen Typ Menschen mag. Der war mir sehr sympathisch und da ging mir das ja nicht um seine Kocherei, sondern um seinen Witz. Also das ist, glaube ich, er ist Kölner oder was? Ne? Das ist also Kölner. Nee, Kölner. Und das passt ja, ne? Also irgendwie passt das schon mit der Berliner Schnauze und die Kölsche Schnauze, das passt schon irgendwie zusammen und das hat mir immer gefallen und deshalb habe ich mir noch das Lichter gerne angeguckt. Aber ansonsten gucke ich nicht so wirklich Kochsendungen. Was ich mir jetzt auf YouTube halt immer wieder angucke und die ja auch in aller Munde ist und wie so ein Komet nach oben steigt, ist Sallys Welt. Ne? Die Sally, die gucke ich schon öfter. Auch wenn mir bis jetzt, was ich nachgekocht habe, nichts davon geschmeckt hat. Das muss ich jetzt mal sagen. Aber ja, Entschuldigung, ich weiß, Sally wird es nicht sehen und ich liebe ihren Kanal, aber mir hat das, was ich gemacht habe, nicht geschmeckt. Kann natürlich auch an mir gelegen haben, keine Ahnung. Das war Schokokuchen, war das, ne? Den ich mal gemacht habe und das ging gar nicht, nee. Und dann war noch was an, ich weiß ja nicht mehr, was das war. Und das hat halt irgendwie auch nicht geschmeckt. Aber ich gucke ihr sehr gerne zu, finde sie als Menschen und auch ihren Mann total sympathisch und so, ja. Aber ich merke gerade, wenn ich so diese Frage beantworte, dass ich Kochvideos nicht unbedingt des Kochens willen gucke, sondern einfach nur, weil ich die Menschen toll finde, die dahinter stehen. Ja. Kannst ja kochen. Ja, weiß ich nicht, ob ich kochen kann. Also wahrscheinlich wird so ein Sternekoch schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber... Ja, von Neid. Wichtig ist, dass es drin schmeckt und das tut's ja. Ja. Ja, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. So, Yvonne von Backen ist Liebe, ich probiere mal, schreibt, hey, wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, dir wünsche ich einen schönen Montag.
weil du siehst das ja am Montag. Genieße die Maske. Ja, die machen wir gerade. Und die ist schon extrem eingezogen, muss ich mal sagen. Ja, klar. Wie immer haben wir nicht auf die Uhr geguckt, ne? Na klar. Aber hier, die steht auch fröhlich, oder? Na klar, ich hab die nicht hingelegt. Die soll nicht schlafen. Nein. Die funktioniert. Aber der Sekundenzeiger geht nicht. Oder hat die gar keinen? Die hat keinen. Ja, kannst ja nicht wissen. Wir haben ja erst 9 Uhr, ja. Schon jahrelang. So, genießt die Maske. Kann es kaum erwarten bis zum nächsten Video. Ich fühle mich immer gut unterhalten und grinse immer über eure Witze. Und manchmal denke ich, oh süß, die zwei, das ist Liebe. Oh, ist das auch? Nee, geh weg. Nein, du hast nur ein Otto, geh weg. Knuffel und bis bald. Ja, auch Knuffel, Knuffel. Ja. Genau. So, hast du denn auch Fragen? Tatsache, diese Fragen fallen mir heute ein. Denkt ihr schon an Weihnachten? Ja, doch. Na, Ostern. Nee, doch, ich denke schon an Weihnachten. Und klar, da drehen sich die Gedanken schon um die Geschenke, die ich machen möchte. Also, doch, ja. Oder was wir zu essen machen an den Feiertagen. Weißt du schon, was ich weiß? Was ich kriege, weißt du das schon? Du kriegst diesmal einen Arsch voll. Oh, das ist nicht. Aber auf Nacken. Ja. Oh, mit Rute. Von aber mit. Und dich auch mit einem Knüppel. Uwe! Herr Uwe, ich muss sonst Adult dran machen. Nein! Ja, doch, ich möchte die Frage jetzt beantworten. Ich denke schon jetzt an Weihnachten, weil ich gerne, eigentlich wollte ich im Oktober schon alle über die Bühne haben, alle Geschenke haben und alle fertig haben, aber wie jedes Jahr klappt das natürlich nicht. Jetzt ist die Challenge, das im November fertig zu haben. Ja, meine Challenge. Alle Geschenke, ja, du weißt ja nicht wo und was. Alle Geschenke und so möchte ich halt... Ich habe mal noch eine Frage. Du hast auch noch Fragen? Ja. Nee, nicht was ich kriege, das weiß ich. Hoffe ich. Was hast du denn für eine Frage? Du gehst doch immer früh morgens aus Haus. Mhm. Und kommst erst mittags, nicht abends. Abends um 13:30 Uhr nach Hause. Ja. Da habe ich ja noch Zeit zum Gucken. Ja. Wo war das? Das wirst du hier ja nicht finden, mein Schatz. Du willst mir doch nicht sagen, dass du das immer hin und her schleppst. Nein. Ich hab's ja noch nicht. Da kannst du suchen, solange du willst. Nein, wenn nicht halt. Ab November jetzt los. Du ziehst das Video unnötig in die Länge. Ach so, Entschuldigung. Ja. Mach ich nicht mehr. Und bringst mich aus dem Konzept. Also ich denke an Weihnachten. Denkst du an Weihnachten? Ja. Ja. Dann möchte Ivan noch wissen, könnt ihr Fremdsprachen? Und wenn ja, welche? Nee, ich kann keine. Ja, also... Ich auch nicht. Ich kann ja nicht mal Deutsch richtig. Nee, ich kann keine. Also wenn Englisch, aber Englisch ist halt auch Basics. Ne? Man kann sich verständigen, aber das war dann auch. So, mehr kann ich nicht. Und dann natürlich halt die ganzen schweinischen Sachen auf sämtlichen fremden Sprachen, die jeder kann. Aber das kann man ja nicht Fremdsprache sprechen, denn nein, ich kann halt allerhöchstens Englisch oder Deutsch. So, jetzt ist es ja überall Trend, minimalistisch zu leben. Seid ihr da auch infiziert und habt überflüssiges Zeug ausgemistet? Also... Ja, ab und zu machen wir mal Inventur. Ja, aber ich würde schon die Frage... eher damit beantworten, dass ich gar kein überflüssiges Zeug habe. Nee. Also ich besitze kein überflüssiges Zeug. Das heißt, ich lebe wahrscheinlich von Anfang an schon minimalistisch. Einfach weil hier der Kollege nicht so vorhanden ist, wie ich es mir wünsche. Also wer hätte nicht gerne 4.000 jeden Monat auf dem Konto? Die habe ich halt nicht. Also muss man halt mit dem auskommen, was man besitzt. Und ja, das ist jetzt, und du musst mal was mit beiholen, wenn du sagst. Oh, jetzt ist aber weg. Ja, das ist halt alles da. Zwei Jahre, drei, vier Jahre hat da gehangen oder gelegen. Ja, und jetzt kommt es weg. Ja. Aber ansonsten großen Ganzen nicht. Bin ich nicht von diesem Trend infiziert. Ich bin einfach dazu gezwungen, gut zu haushalten, weil das einfach nicht so, das Polster so dick ist. Ne? Ja.
Also, um damit man jetzt mich nicht falsch versteht, es ist schon, ja, hallo, es ist genug da. Ne, aber nicht, dass ich mir jetzt einen möglichen Scheiß kaufe, der dann nur im Schrank liegt und nicht benutzt wird. Also genauso halte ich das auch mit meiner Schminke. Das, was ich habe, nicht so viel, aber das, was ich habe, benutze ich halt. Also, ne, das liegt jetzt nicht da, damit es nur angeguckt wird, sondern ich benutze es halt. Und wenn es alles ist, dann kaufe ich was Neues. Ja. Aber ich kaufe mir jetzt nicht, weil ich es besonders schön finde. Nee. Zum Angucken. Ne, mach nicht. Ja. Das würde ich jetzt so beantworten. Ja. Und dann möchtest du noch wissen, könnt ihr euch vorstellen, in einem Tiny House, in Klammern kleines Haus, zu wohnen? Nee. Also ich nicht. Niemand. Ich finde schon diese ganzen Hutschachteln, die es jetzt für teuer Geld zu mieten gibt, eine Unverschämtheit, ganz ehrlich, menschenunwürdig. Also 28 Quadratmeter für, weiß ich nicht, 700 Euro warm, finde ich echt schon unverschämt. Und das ist ja auch keine Größe. Also selbst für eine Person empfinde ich das als zu klein. Und ihr könnt mir das nicht vorstellen, in so einem Tiny House zu leben. Vielleicht könnt ihr mir das noch im Sommer vorstellen, wo man sowieso den ganzen Tag draußen ist. Aber irgendwann... Entschuldigung. Irgendwann wird es auch Winter und dann muss man da in diese... Nee, das, nee. Ich bin ein Mensch, der braucht viel Raum. Ja. Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Kannst du mir ja, na, Yvonne, nee, Yvonne, kannst du mir ja mal schreiben, ob du dir das vorstellen kannst? Ich kannst kann du auch schreiben, nee. Kann mir das überhaupt nicht vorstellen. So, Marianne S. fragt uns, seid ihr immer noch rauchfrei? Klar. Aber sowas schon. Na. Und ich hab's nicht bereut, dass wir das gepackt haben. Ich bin da immer noch mega, mega stolz auf uns beide. Und ja, also Frage ist mit Ja beantwortet. Wir sind's immer noch und ich gehe davon aus, wir bleiben. Das muss bleiben, ja. Die Andrea 1304 schreibt uns etwas mehr. Hallo liebe Susi, hallo lieber Uwe. Zuerst möchte ich euch ganz lieb grüßen und sagen, wie toll ich euch beide finde. Oh, danke schön und liebe Grüße zurück an dich. Ja, ein Herzchen für dich, genau. Hast du recht, Schatz. Ihr seid zusammen einfach herrlich anzuschauen. Mit eurer herzlichen Art zaubert ihr immer wieder die Fröhlichkeit herbei und lasst mich für eine gewisse Zeit alle Sorgen und jeglichen Stress vergessen. Oh, das ist das schön. Und damit ist doch schon alles erfüllt, was man sich vor... Also dafür mache ich Videos, ne? Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar leidet mein Freund genau wie Uwe unter Schlafapnoe. Er war aufgrund dessen in diesem Jahr in einer Schlafklinik und seitdem benötigt er auch diesen sogenannten Schlafgerät von der Firma Linde mit der gleichen Full-Face-Maske, die Uwe nutzt. Ich würde gerne von dir wissen, liebe Susi, wie du damals mit der Diagnose umgegangen bist und wie es für dich war oder ist, wenn du Uwe mit dieser Maske auf dem Gesicht schlafen siehst. Für mich war das anfangs ganz schlimm, weil es im Prinzip so aussieht, als wenn dein Partner, naja, künstlich beatmet werden muss, was ja auch fast so ist. Ja. Ich kam damit erst gar nicht klar. Mittlerweile ist das okay. Mir tut mein Freund nur so furchtbar leid, dass er das durchmachen muss, wo er doch gerade mal 35 ist. Ja. Wie kommt ihr beide damit klar? Gerade Uwe, der dann ja schlafen muss, musst du dich auch manchmal dazu zwingen, die Maske aufzusetzen, die Frage geht ja an dich, weil du einfach mal ganz normal schlafen möchtest. Bitte bleibt so toll, wie ihr seid. Ganz liebe Grüße aus der anderen Ecke von Berlin. Ja, Grüße in die Nachbarschaft. Ja, ja. Andrea. Also, achso. Nö, mach, frag ruhig, mach deine Frage. Ja, die Maske, ich bereue das mal. Jetzt habe ich zum Beispiel, habe ich hier einen kleinen Kumpel gehabt. Oh Gott. Uwe meint sein Otto hier. Ja, mein Otto. Und da habe ich dann zwei oder drei Tage mal nicht die Maske aufgehabt und ich habe das sofort vermisst. Also wenn ich die Maske aufhabe, dann ich schlafe auch viel gesünder. Ich schlafe richtig aus. Mhm. Also wenn ich die Maske also nicht aufhabe, dann merke ich. Ihre Frage war ja, musst du dich auch manchmal dazu zwingen, die Maske aufzusetzen? Nee, weil es dir einfach besser damit geht? Mir geht es auch unheimlich besser mit und setze ja... Auf. Kannst du denn, weil sie fragt ja auch, weil du einfach mal ganz normal schlafen möchtest. Ich kann mir das ja jetzt überhaupt nicht vorstellen, mit so einem Schlauch zu schlafen, weil ich denke, ich kann mich ja weder nach links oder noch nach rechts richtig. Der Schlauch stört kein bisschen. Der ist so lang und so elastisch. Und da hast du vorne eine Maske, hast du auch ein Gelenk, das
passt sich original, also merkst du ja auch nicht. Ich hatte immer das, Angst, dass ich die Tiere drunter reiße. Nee, da habe ich keine Angst gehabt. Ja. Nee. Das Einzige ist, wenn du ein bisschen vergrubst oder legst dann die Hand drauf auf der Maske, was du vorher nicht hattest, oder hast eine verkehrte Bewegung, dann zieht sie an der Seite Luft und dann. Ja, wirst du natürlich wach und dann sitzt da und fängst an zu rollen. Das ist das Einzige, was mich nervt, aber ansonsten. Also kommst du. Ich komme wunderbar zurecht damit. Ja. Dann war ja noch die Frage an mich, wie das für mich ist, wenn ich dich mit der Maske sehe. Das war für mich im Prinzip genau dasselbe wie bei dir. Ich fand das am Anfang extrem schrecklich, weil es tatsächlich aussieht, als wenn du da jemanden hast, der im Koma liegt und beatmet werden muss. Das ist Tatsache so. Also es sieht schon schlimm aus. Wiederum habe ich auf der anderen Seite aber auch den Gedanken gehabt, dieses Teil hilft ihm ja, dass er atmet. Also ich fand das eigentlich noch viel, viel schlimmer, jede Nacht wach zu werden, weil ich keine Atemgeräusche gehört habe oder keine Ahnung, was mich überhaupt wach gemacht hat. Auf jeden Fall bin ich jede Nacht wach geworden und musste Uwe anschubsen, dass er wieder atmet. Und das fand ich viel, viel schlimmer, als jetzt, dass er dieses Gerät hat, was ihn dazu zwingt, durch diesen Druck, der ja da aufgebaut wird, zu atmen. Aber du hast recht, mir ging da ganz genauso. Das sieht schon wirklich gemein aus, wenn man denn die Augen auf hat. Ne? Oh, es ist, glaube ich, schon ungewohnt. Das ist gruselig, sieht das aus, ja. Schon. Sieht nicht sehr schön aus, glaube ich schon. Auch. Inzwischen sehe ich das auch so, dass es so geht. Und wenn er natürlich so eine Furzgeräusche macht, weil die Maske nicht richtig sitzt, ja, dann kriegen wir auch ein Lachfläsch. Das ist also, dann liege ich da im Bett und schmeiß mich ohne Ende weg, weil sich das einfach lustig anhört. Ja. Ja, vielleicht ist die Frage damit beantwortet. Ich gucke gerade nochmal genau, was du hier geschrieben hast. Ja, genau so ist es. Mir tut Uwe auch furchtbar leid, aber ich bin auch froh, dass es was gibt, was ihm halt hilft. Dass das so ist. Also ja, und wenn ich mal nachts irgendwie raus muss, weil die Blase voll ist, aber da luft eh mit geschlossenen Augen, also da sehe ich den ja auch ja nicht. Nee. Mein Darth Vader, mein persönlichen Darth Vader. Ja. Was ich noch schrecklich finde, ist der Gedanke, dass er das Ding wahrscheinlich sein Leben lang jetzt noch tragen muss, ne? Geh ich mal von aus. Es sei denn, du nimmst mal schlagartig 20, 30 Kilo ab. Was ja auch nicht heißt, dass es denn hilft, ne? Aber es wird ja halt mit dem Übergewicht assoziiert. Er hat halt zugenommen und jetzt heißt es deswegen. Aber ich überlege gerade mal ganz ehrlich, du atmest ja, hast ja schon Atemschwierigkeiten, seitdem ich dich eigentlich kenne. Bloß es war nicht ganz so oft. Und da warst du wesentlich dünner. Ja. Also, um nicht zu sagen, fast normalgewichtig. Das waren ja 5 Kilo oder was, die du vielleicht drüber warst. Ja, keine Ahnung. Also, mir geht es da genauso wie dir. Ich finde es eigentlich auch eigentlich schrecklich, dass er das tragen muss. Aber ich bin auch froh, dass es das gibt, dass er da halt unterstützt wird. Und mit der Diagnose, wie ich damit umgegangen bin, das ist natürlich, im Prinzip wusste ich es ja vorher, weil ich ihn ja schon jahrelang, tatsächlich jahrelang, immer wieder angeschubst habe, damit er atmet. Ich wusste ja vorher schon, dass er Atemaussetzer hat und deswegen war mir die Diagnose klar und auch, dass er so ein Atemgerät kriegen muss. Und deshalb fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich mich damit ganz, ganz lange schon auseinandergesetzt habe, dass er sowas haben wird und ich war einfach froh, dass er das jetzt endlich hatte. Ja. Weil ich dann auch gut schlafen kann. Ich auch. Und dass er das jetzt nachts neben mir hat, das stört mich jetzt eigentlich auch nicht. Also das hindert mich an meinem Umgang damit auch nicht. Man hört zwar, dass er atmet, man hört diese Darth Vader atmen leise. Und ansonsten hörst du nichts, außer du machst halt damit diese wenn das nicht richtig sitzt. Ja, ansonsten alle tutti, alle prima. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ich glaube nicht, wir sind. Hier stehen keine Fragen mehr. Ich hoffe, Andrea, dass die Frage damit beantwortet ist. Also du bist da nicht alleine, mir geht da genauso. Und ja, es wird Zeit, die Maske abzunehmen. Also entweder nimmst du ein Tuch oder massierst es ein. Ich werde jetzt mal versuchen, einen zu massieren. Der Duft ist immer noch wunderbar. Mal gucken. Also, ich muss sagen,
seitdem wir diese Maske machen. Ich meine, die Haut kriegt dann wirklich regelmäßig fett. Aber man staunt immer wieder, was da verschwindet. Ja. An Schmiere. Das sind unsere ganzen Umwelteinflüsse. Also mit Einmassieren ist hier auch wieder nicht so viel. Da ist doch, ich habe mehr als hier noch. So viel Produkt drauf. Ich lasse da drauf. Ich muss da einmal rumlaufen, die Specken. Aber der Duft, der ist total angenehm, so pudrig. Wisst ihr, was ich meine mit pudrig? Das riecht total gut. Das schäumt. Ist das Waschmülle? Also das ist schon lustig. Oh, rechts, alles weg. Guck mal, das sieht aus, als wäre Käseschmiere. Ja. Ich bin gerade auf dem Feld gekommen. Ich auch, aber nur links. Lustig. Das ist der Goldschimmer. Ja, wie krass ist das denn? Oh, das mache ich doch nicht in Tuch, das stecke ich in der Tasche. Das ist doch voll der Goldschimmer. Na klar. Ich glänze richtig golden. Ja. Traue mich ja nicht auf der Straße, weil ich anfange, ich wäre überfallen. Gold? Ja. Aber kiek, weil der Gold irgendwie kommt. Nee, aber ich muss mal, ich nehme mal ein Tuch. Ich muss mal das jetzt. Gibst du mir das Tuch denn? Das ist mir zu viel noch. Ja, es wurde nicht zu viel. Aber es ist sehr fettig, schön. Das finde ich gut. Und ich will, also sie ist nicht bappig, überhaupt nicht. Nee. Und jetzt beim Einreiben hat sie auch keine Würstchen gebildet. Nee. Das ist wieder eine, die man weiterempfehlen kann. Die Haut fühlt sich total weich an. Moment. Hey, ich habe da mal hier eine Nase. Ich hoffe, dass ich das diesmal besser weg habe. Hey, aber. Ja, ist besser. So. Geht doch. Hier ist noch was. Ach, hier überall ist ja noch was, Ufa. Gold, ey. Die Goldhülse. Ja, hier sitzt sie. Du sagst, das ist alles weg. Hier ist ja alles mal dran an der Nase. So. Ich sehe nicht, ich habe Goldobohrung. Oh, eben hat man gesagt, keine Würstchenbildung. Und schon hast du? Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Display sehen kann durch die Beleuchtung. Hier sind extrem viele Würstchen dran. Aber im Gesicht halt nichts. Nee. Chronisch. Ich habe auch nicht doofe Hände. Guck mal, du siehst die, ne? Ganz ja. Viele Würstchen. Ja. Also, es hat ja einen Grund, warum ich die Masken lieber mit Wasser abnehme. Oder mit einem Tuch, als dass ich sie halt mir einreibe. Weil, denn, wenn ich einreibe, dann habe ich immer Würstchenbildung. Immer. Ja, ist das normal? Also, das muss ich revidieren. Mach doch Würstchen. Aufpassen. So, mal schnell hier wieder eine Frisur machen. Das war's. Also, bappig ist sie nicht. Sie nee. Fühlt sich gut an, die Haut. Absolut gepflegt und ja. Durchfeuchtet und ja, Hautreaktionen, wie man sieht, gab es auch nicht. Alle Tutti. Tutti Banane. Wo haben wir denn die Maske? Du hast dich schon wieder weg, wa? Von Merz Spezial, Uwe? Ja. Warte mal so rum. Nochmal zeigen. Mir fehlt aber eine Ecke, die habe ich nicht mehr. Ja. So. Kann ich auch wieder nur empfehlen, aber aufpassen, macht Würstchen. Beim Einmassieren. Von Merz Spezial strahlende Hautmaske. Mit Hyaluronsäure und Goldschimmer. Ja, das ist das, warum sich das so durchfeuchtet anfühlt, ist die Hyaluronsäure. Absolut toll. Super. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Geil, mich immer noch. So, meine liebe Hummelgang, das war's. Ne? Ja, unser Maskenmontag haben wir hinter uns gebracht. Ganz kurz bloß. Ich kann natürlich wieder die Zeit von hier aus nicht erkennen, aber es wird schon wieder ordentlich gewesen sein. Wir werden wieder ein langes Video haben. Stellt uns euch eure Fragen. Stellt uns euch eure Fragen. Wenn ihr zählt, dann da stellt einfach eure Fragen. Nutzt Fragen raus. Nutzt am besten. Am besten. Am besten. Den Hashtag. Dann kann ich danach auch suchen
Und wir werden dann die Fragen hoffentlich alle aufgelistet. Wäre gar nicht so verkehrt. Wie Yvonne sagt, natürlich könnt ihr auch jetzt unter dem aktuellen Video Fragen stellen. Ich hoffe, dass ich dann aber keine, ja, dass mir keine durch die Lappen geht. Wenn doch, dann tut es mir leid. Aber ansonsten unter dem Community-Tab eure Fragen stellen. Ich werde die jetzt wieder löschen, die ich ja oder die wir beantwortet haben. Ja. Und ja, wir freuen uns auf eure nächsten Fragen. Bis nächste Seid Mal. Kreativ, genau. Bis Sage bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt mir gesund und munter. Ciao, eure Susi. Euer Uwe.